Mikrofon nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Internationale Tag der Frauen wird am 8. März gefeiert und früher war dies auch in Taiwan ein Feiertag für die Frauen. Daneben gab es am 4. April den Tag der Kinder, der als nationaler Feiertag gefeiert wurde. 1993 wurden diese beiden Feiertage dann allerdings zu einem Feiertag zusammengelegt, der den Namen Frauen- und Kindertag trägt. Ein Name, über den die Frauen nicht allzu glücklich sind, denn eigentlich ging es beim Tag der Frauen um die Rechte der Frauen, um Gleichberechtigung. Es ging darum, dass Frauen nicht nur auf die traditionelle Rolle als Hausfrauen und Mütter festgelegt werden sollten, weshalb dieser Name also recht unglücklich ist. Tatsächlich ging es jedoch darum, dies zu einem allgemeinen Feiertag zu machen, nicht nur zu einem Tag, an dem nur die Frauen freinehmen können. Beide Feiertage sind zwar nun schon vorbei, es ist jedoch nie zu spät, ihnen Frauen vorzustellen, die eine wichtige Rolle in der Geschichte Taiwans gespielt haben, wie Xie E, die erste Chirurgin Taiwans, die auch eine Politikerin war. Xie E's Vater besaß ein Restaurant in der Nähe von Ximending im Westen Taipehs. Die wirtschaftliche Lage der Familie war für damalige Verhältnisse sehr gut. Xie E hatte eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Sie und ihre Schwester waren von klein auf sehr gute Schülerinnen, gewöhnlich gehörten sie zu den Klassenbesten. Da es die Familienverhältnisse erlaubten, ließ ihr Vater nicht nur den Jungen, sondern auch die Töchter in den Genuss einer höheren Ausbildung kommen. Nach dem Abschluss der Grundschule bestand sie die Aufnahmeprüfung in die 3. Taipeher Mädchenoberschule, wo sie weiterhin sehr gute Leistungen zeigte, weshalb sie den Wunsch hatte, sich in Japan weiterzubilden. Ein Wunsch, der von ihrem Vater unterstützt wurde. Ihre Schwester hatte dagegen keine so großen Ambitionen. Sie stieg nach dem Abschluss der Oberschule in das Geschäft ihres Vaters ein. Während der Zeit der japanischen Kolonisation war der Prozentsatz der Mädchen, die eine schulische Ausbildung erhielt, relativ gering, von einem Auslandsstudium ganz zu schweigen. Xie E jedoch ging allein nach Japan, wo sie in die medizinische Hochschule für Frauen in Tokio eintrat, weshalb sie von vielen Frauen in Taiwan bewundert wurde. Während ihrer Zeit in Tokio lernte sie eine Kommilitonin aus Taichung kennen, die sehr politisch interessiert war und auch Xie E's politisches Interesse weckte. Diese Kommilitonin tendierte zum Sozialismus und ging schließlich aufs chinesische Festland, wo sie der Kommunistischen Partei Chinas beitrat. Xie E dagegen erhielt Nachricht vom Tod ihrer Mutter und kehrte nach ihrem Abschluss nach Taipeh zurück. Nach ihrer Rückkehr trat sie in die erste chirurgische Abteilung der Klinik der Kaiserlichen Universität Taipeh, der Vorläuferin der heutigen Taiwan-Universität, ein. Sie wählte die Chirurgie, weil sie sich berufen fühlte, nach China zu gehen und dort die verletzten Soldaten zu behandeln, eine Wahl, die beträchtliches Aufsehen erregte. Wenn sie im Operationssaal assistierte, sollen sich viele Neugierige vor dem Fenster in dessen Tür versammelt haben, um sie bei der Arbeit zu beobachten. Im Januar 1943, kurz nach der Konferenz der Alliierten in Kairo, traten einige Studenten, die gegen die japanische Kolonialregierung kämpften, mit ihr in Verbindung, um Pläne zu schmieden, wie die Invasionstruppen der Japaner auf dem chinesischen Festland sabotiert werden könnten. Xie E war jedoch der Meinung, dass man zum Kampf gegen die Japaner nicht nach China gehen müsse, sondern auch in Taiwan Sabotageakte unternehmen könne. Sie hatte auch schon konkrete Pläne, doch bevor es dazu kam, wurde die Gruppe bereits verhaftet, da sie antijapanische Slogans an die Wände geschrieben hatten und von jemandem angezeigt worden waren. Xie E wurde nicht nur eingesperrt, sondern auch gefoltert. Ein guter Freund, der sie im Gefängnis besuchte, soll in Tränen ausgebrochen sein, da sie am ganzen Körper mit Narben von Peitschenhieben bedeckt gewesen sein soll. Dieses Vorgehen der Japaner hatte jedoch nicht den Erfolg, sie gefügig zu machen, sondern führte nur dazu, dass sie die Japaner noch mehr verabscheute.
Als sie schließlich die Nachricht von deren Kapitulation im Zweiten Weltkrieg hörte, soll sie gesagt haben, die lange Nacht sei nun vorbei und die ersten Sonnenstrahlen würden am Horizont erscheinen. Etwas zu optimistisch war sie der Meinung, dass mit der Rückgabe Taiwans an China ein schönes neues Zeitalter anbrechen würde. Nach ihrer Entlassung aus dem Gefängnis eröffnete sie dank der finanziellen Unterstützung durch ihren Vater eine Arztpraxis in der Yenping-Nordstraße, wo sie arme Leute unentgeltlich behandelte. Dort trafen sich häufig bedeutende Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft, um über die Zukunft Taiwans zu diskutieren. Obwohl erst 28 Jahre alt, war sie deshalb bereits weit bekannt. Das half ihr, gute Beziehungen aufzubauen und eine Basis für ihren Einstieg in die Politik zu legen. Neben ihrer Arbeit als Ärztin gründete sie den Frauenverband der Provinz Taiwan, der sie 1946 zu seiner Vorsitzenden wählte. Der Frauenverband wollte nicht nur für die Rechte der Frauen kämpfen, sondern auch als Sprungbrett dienen, das Frauen in die Politik befördern sollte. Sie war auch der Kuomintang beigetreten. Als das Provinzparlament 17 Vertreter Taiwans für die Nationalversammlung wählte, war auch Xie E darunter, die damals erst 29 Jahre alt war. Ihr gelang es deshalb, in der Politik so schnell aufzusteigen, weil sie zum Regime gute Beziehungen unterhielt. Es kam zu einer Zusammenarbeit zwischen der Regierung und dem Frauenverband, der beiden Seiten dienlich war. Allerdings sollte es sich für sie rächen, dass sie den Frauenverband quasi zu einem Teil des Staatsapparates gemacht hatte, wobei es ihr Ziel war, eine Brücke zwischen der Regierung und dem Volk zu schlagen. 1946 wurde sie als einzige Frau in den Taipeher Stadtrat gewählt. Dann kam es 1947 jedoch zum Vorfall vom 27. Februar, bei dem eine Straßenhändlerin, die geschmuggelte Zigaretten verkauft hatte, von Fahndern des Tabakmonopolamts verletzt wurde, was zu einem Aufstand führte. Xie E erkannte sofort, dass dieser Vorfall von weitreichender Bedeutung war und ging am nächsten Morgen zum Polizeihauptquartier, wo sie eine friedliche Beilegung des Vorfalls forderte. Vertreter des Taipeher Stadtrates sprachen bei Provinzgouverneur Chen Yi vor, fielen jedoch auf dessen verschwommene Antwort und Hinhaltetaktik herein und begaben sich am Abend zum Rundfunksender, um die Bevölkerung zu beruhigen, eine Aufgabe, die Xie E als Frau zugeschoben wurde. Da diese jedoch den Vorgang in der Regierungsversion schilderte, brachte sie damit die Bevölkerung gegen sich auf, die so weit ging, ihre Arztpraxis zu zerstören, woraufhin sie diese aufgab. Sie konnte nicht verstehen, warum sie von der Bevölkerung als Opportunistin eingeschätzt wurde, obwohl sie versucht hatte, das Volk vor willkürlichen Übergriffen zu schützen. Dennoch stellte sie sich ein Jahr später als Kandidatin für die Wahl zum Legislativführen und wurde auch mit der sechsthöchsten Stimmenzahl gewählt. Der Legislativführen tagte in Nanjing, weshalb sie damals zum ersten Mal ihren Fuß aufs chinesische Festland setzte, wo sie feststellen musste, dass die Situation in China sehr kompliziert war. Von den Ausmaßen der Auseinandersetzungen zwischen der Kuomintang und der KP Chinas hatte sie sich in Taipeh keine Vorstellung machen können. Das Vorrücken der Kommunisten gab ihr das Gefühl, dass auch Taiwan in Gefahr war. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Taiwan wanderte sie in die USA aus, wo sie 1953 einen Doktortitel von der Columbia-Universität erwarb. 1991 kehrte sie schließlich nach Taiwan zurück und starb 1995 im Alter von 78 Jahren.